Ein nicht unbedeutender historischer Augenblick. Nach einer unbekannten Anzahl von Jahrzehnten wird die Planscheibe wieder funktionsfähig. So, da. Wir hätten jetzt alle Teile für unsere Bocken für die Planscheibe fertig. Müssen wir da eben die Gewindespindeln, die Führungen, was in der Planscheibe selber rennen, die Beilagscheiben, mit denen was die Führungen zusammengeschraubt werden, niedergeschraubt werden, die Murdern, was hinten drauf kommen, die Aufsatzbocken und die Schrauben für die Aufsatzbocken. Ja, werden wir das einmal zusammenbauen, ne? Und schauen, ob das auch so funktioniert, wie wir es vorgestellt haben. Am Reißbrettl hat es zumindest funktioniert. Also es hat damit angefangen, dass ich das Traum in einer Holzhütte gefunden habe und es von dem edlen Spender geschenkt bekommen habe. Nur mal einen herzlichen Dank. Also der Moment ist da, von dem wir gar nicht gewusst haben, dass er jemals kommt. Aber jetzt ist es soweit. Wir haben die Aufsatzbocken für unsere Planscheibe fertig. Irgendwo hat die eine 1 eingeschlagen gehabt. Oder da nicht. Ah, da hinten. 1, 2, 3, 4. Dann können wir die 1er Bocken in 1er Schlitz rein. Da, dann schrauben wir uns mal die Spindeln rein. Legen das ganze Teil da rein, drehen unsere Planscheiben an, geben hinten eine Beilage drauf und eine Mutter, damit das auch hält. So, da kommt die 2 rein. Da war die 2 rein. Schrauben wir wieder die Spindel rein. Drehen das Ganze um. Eine Beilage und eine Mutter. Die sehr gut passt. So, die 3er kommt da rein. Da haben wir da eine 3er rein. 3er, wir drehen wieder die Spindel hinein. Das Teil um, legen wieder eine Beilage dazu und eine Mutter drauf. So, besser haben wir. Und da kommt die 4er rein. Die 4er Backe. Und die Spindel hinein. Ja, und wieder eine Scheibe und wieder eine Mutter. So. 1.
Auf die 1er Führung kommt der 1er Bocken drauf. Auf die 2er kommt der 2er Bocken drauf, eh klar. Den können wir natürlich auch so montieren. So, auf die 3er kommt die 3er Bocken. Vierer kommt natürlich der Viererbocken, ne? Den drehen wir wieder um, damit wir weniger Abwechslung haben. Sehr schön. Und den Schlüssel vom Vierbockenfutter. Wenn wir das Ding jetzt wunderbar zentrieren, einstellen oder sonst noch irgendwas. Und hinten mit dem Ruder. Das festziehen, wenn es der Wische ist. Auch mit der Wische seid. Hinten nur der Festzogen. Und wir haben eine wunderschöne Planscheibe mit verstellbaren Backen und nur dazu mit Aufsatzbacken, mit auswechselbaren Aufsatzbacken. Da können wir sie dann je nach Bedarf, welche aus Aluminium machen, oder aus Bronze, oder aus Edelstahl, oder aus Holz von mir aus, was auch immer. So, die Dinger kriegen jetzt noch im Bad in der Phosphorsäure, und dann haben wir alles fertig, ne? Wunderbar. Dann zeigen wir es wieder, ne?